Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part bei Guild Wars 2. Ja, wir haben in der letzten Folge die Biora-Sümpfe ein bisschen weiter in der Geschichte gespielt und haben im letzten Part auch einen Brief bekommen, den wollte ich euch einmal noch ganz schnell vorlesen, von der königlichen Berufung von wahrscheinlich Königin Jenna, würde ich es jetzt vermuten. Soraya, Ihre Majestät Königin Jenna von Kryta erwartet eure Anwesenheit bei einer festlichen Versammlung der Minister in der Oberstadt. Bitte begebt euch sobald als möglich in den Thronkammer. Genau, ich bin jetzt schon in Götterfels, oben bei der Thronkammer. Und wir starten einfach rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, was hier Sache ist. Trefft Königin Jenna. Hallöchen! Die erlauchte Anführerin der Drachenwacht. Willkommen. Ich weiß eure Worte zu schätzen, Eure Majestät, aber ich fürchte, ich bin meiner Führungsrolle in letzter Zeit nicht gerecht geworden. Ich weiß nicht, wie ihr das immer schafft. Ihr müsst euch um ein ganzes Königreich kümmern. Ich schaffe es nicht einmal, eine Handvoll Leute auf ein einziges Ziel zuzuführen. Es ist eine fordernde Aufgabe, aber um ganz ehrlich zu sein, manchmal beneide ich euch um euer unkompliziertes Leben. Hier geht es immer nur um Politik und man muss zwischen den Zeilen lesen. Man tut etwas für eine Person und drei andere hassen einen dafür. Das kann sehr unübersichtlich werden. Aber ihr schlagt nur unermüdlich auf Dinge ein, bis sie euch nicht mehr im Weg stehen. Manchmal wünscht so kann man es auch sagen. Genauso laufen. Nun, was kann ich heute für euch in Stücke schlagen? Ich bin überzeugt, dass ein Angriff des Weißen Mantels kurz bevorsteht. Und ich muss bestimmte Vorkehrungen für die Sicherheit von Götterfels treffen. Die Tatsache, dass sie nicht näher auf diese Vorkehrungen eingeht, legt die Vermutung nahe, dass sie etwas ungewöhnlich sind. Oh, sag bloß, da passiert jetzt schon der Angriff. Was haltet ihr von diesem Garten, Kommandeur? Er ist wundervoll. Jo. Ja, nicht wahr? Kann man so sagen, ja. Um solch ein Wunder zu erhalten, ist ständige Arbeit nötig. Manchmal schleicht sich Unkraut ein. Und manchmal muss man das jäten. Sonst überwuchert es den Garten irgendwann. Verstehe. Ich habe die Minister unter dem Vorwand eines normalen Treffens hierher bestellt. Aber was ich zu sagen habe, werden viele als schockierend empfinden. Eure Anwesenheit hier wird die Gemüter beruhigen. Also mischt euch bitte unter die Leute und bleibt wachsam. Jeder Hinweis auf Einmischungen des Weißen Mantels, den ihr finden könnt, wird die Notwendigkeit meiner Entscheidung verdeutlichen. Ich werde mich etwas umhören. Ach, und Majestät, ihr habt da ein Unkraut übersehen. Welches? Das sieht vielleicht so aus. Aber das ist eine kraitanische Faltenlilie. Sie wird bald blühen und aus ihren Blütenblättern lässt sich wunderbare Farbe gewinnen. Sie Ach, ist das meine Ding da? Lieblingsblume. Sie verbirgt ihr wahres Potenzial vor den meisten. Okay. Und dann erblüht sie zu etwas Großartigem. Viel Glück, Kommandeur. Okay, also wir müssen uns unter die Leute mischen. Das erinnert mich ein bisschen an, aus welcher Staffel war das, wo wir auch so ellenlange Gespräche führen mussten. Das war berauschend. Gibt es sonst etwas, das ihr braucht, Kommandeur? Okay, also bei Jenna können wir nur uns mehr noch erkundigen. Ich würde sagen, wir fangen einfach hier hinten an. Und gehen zu Minister Wee und Fürstin Wee. Wie schön, euch in einer Zeit wie dieser zu sehen. Habt ihr Gründe, bei dieser Versammlung irgendjemanden zu misstrauen? Die Leute, die diese Seite wechseln, das könnte jeder sein. Leute, von denen ihr nicht das niemals denken würdet. Sicher nicht leicht für euch, nach dem Verrat eurer Tochter hier zu sein. So wie eure Tochter? Wir sind ja jemand, der schon mutig ist, der die Leute aber nicht unbedingt provoziert. War bisher meine Schiene, deshalb würde ich sagen, wir bleiben weiterhin so. Heißt, wir bleiben auf der Schiene. Es gehört zu den Pflichten meines Ministeramtes, mein Volk zu repräsentieren. Die Königin hat sich in dieser schwierigen Zeit barmherzig gezeigt und ich hoffe doch, ihr teilt ihre Auffassung. Eure Verbindung mit Valette macht mich argwöhnig, was eure Loyalität betrifft. Oh, okay. Die Königin hat keinen Grund zur Besorgnis und ihr ebenfalls nicht. Meine Gattin und ich waren stets um die Verbesserung Kryters bemüht. In der Tat. Okay, also kriege ich jetzt keine schlechten Vibes ab. Wen haben wir hier? Glänzende Klinge. Quatschen wir auch mal hier kurz.
Ich denke, ich spreche für die glänzende Klinge, wenn ich sage, ich bin froh, euch hier bei uns zu haben, Kommandeur. Ist mir eine Ehre. So, jetzt bin ich kurz unterbrochen worden. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo wir waren. Ist mir eine Ehre. Sieht aus, als unterstütze die Ministerwache euch nach Kräften. In der Tat, es sind eine Menge Ministerwachen hier. Aber das ist ja auch eine Ministerveranstaltung. Also erscheint es wohl sinnvoll. Trotzdem, irgendetwas daran macht mich nervös. Nervös? Wie meint ihr das? Die glänzende Klinge hat geschworen, zuallererst den Thron und Kryta zu schützen. Die Ministerialwache hingegen hat ihre Treue dem Legatminister geschworen. Also Caudecus. Ah, okay, Caudecus kommt wieder ins Spiel. Glaubt ihr, dass irgendwelche Ministerialwachen diesem Verräter immer noch die Treue halten? Können wir fragen. Oder sind euch in der Ministerialwache in letzter Zeit irgendwelche verdächtigen Aktivitäten aufgefallen? Gibt es irgendjemanden, den ihr besonders verdächtigt? Interessant, meiner Meinung nach sind nur Frage 2 und Frage 3. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit Frage 3 an. Ich würde lieber nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen oder es riskieren, jemanden falsch zu beschuldigen. Sagen wir einfach, ich halte die Augen offen. Das ist schon mal sehr gut. Erzählt es jetzt. Respektiere eure Entscheidung. Trotzdem könnte ich eure Erkenntnisse wirklich brauchen. Es ist überrascht mich sehr, dass Estelle immer noch Ministerin ist, nachdem sie die Lügen in offiziellen Angelegenheiten überführt wurde. Ich weiß, die Königin hat sie begnadigt, aber naja, ich kann ihr einfach nicht trauen. Nicht mehr. Da ist was dran. Danke, dass ihr es mir gesagt habt und haltet die Augen offen. Okay. The Faren, den kennen wir doch aus Scarlets Staffel. Ah, Kommandeur, was für eine Freude. Was führt euch zu diesem Ministeriumstreffen? Ah, Ministerin Merula sagt, oh, er ist meine Begleitung. Ich wollte nicht die einzige Ministerin sein, die ohne Gast auftaucht. Und außerdem habe ich in diesen gefährlichen Zeiten gern ein bisschen Muskelkraft um mich herum. Verstehe. Ich wünsche mir langsam, dass ich zu Hause geblieben wäre. Oh, guck mal, hier haben wir gerade ein Gespräch im Hintergrund mitbekommen. Das müssen wir dann auch nochmal ein bisschen inspizieren dann. Auf jeden Fall sagt Fürst Fahren, Einladung von Damen konnte ich nie ausschlagen. Sollten die vom weißen Mantel es wagen, hier aufzutauchen, wird Schwertmeister Fahren sich in ihre Schranke verweisen. Habt ihr heute Abend etwas Verdächtiges bemerkt? Dankenswerterweise nicht, aber ich habe mich auch sehr angeregt mit Ministerin Merula unterhalten. Wie schön. Oh, Fahren, lasst euch von mir nicht den ganzen Abend aufhalten. Dann sollte ich mich auf den Weg machen. Okay, also die haben... Oh, was ist jetzt? Das ist unglaublich. Das ist doch Asura-Portal. Sprecht mit dem Toraufseher. Oh Mist, nicht schon wieder. Was ist passiert? Der weiße Mantel? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ist schon das dritte Mal diese Woche, dass der alte Kerl nicht läuft. Okay. Ich muss Manifestdaten von Hand eingeben, wenn er außer Betrieb ist. Könntet ihr ihn in Ordnung bringen, während ich mich um die Toraufzeichnungen kümmere? Klar. Wunderbar. Und beeilt euch bitte. Ich bekomme schnell Krämpfe in den Händen. Ah, okay. Repariert den Golem. Das ist eine eigenartige Reparaturmethode. Er ist manchmal etwas schwierig, aber mit der Reparaturschnittstelle oder Repaschni, die ich erstellt habe, sollte sich schnell herausfinden lassen, was zu tun ist. Meint ihr, der Begriff wird sich durchsetzen? Ich hatte auch überlegt, Reparatur und Anzeige zu Anatur zu kombinieren. Das klingt nicht schlecht. So ausgesprochen klingt das nicht gut. Okay, was müssen wir denn hier reparieren? Kann bei Unterkühlung des Golems verwendet werden. Unterkühlung? Nein, nein, nein. Ihr könnt okay, das war falsch. Solange er in seiner Fehlfunktionsschleife festhängt. Ja. Bei Überhitzung? Kann bei Überladung. Ah, okay. Ist der jetzt am Überladen? Passt auf. Repaschni hat drei Hauptfunktionen, die jeweils so gestaltet sind, dass sie die Fehler-Eigenschaften des Golems aufheben. Mhm. Nutzt die richtige Funktion, um seinen aktuellen Status aufzuheben. Wenn ihr es richtig macht, wird ihn das aus seiner Fehlfunktionsschleife holen. Okay. Er brennt. Heißt, wir müssen ihn kühlen. Das ist ja logisch. Hat's geklappt?
Als bisschen... Ach, wisst ihr was? Ihr habt bestimmt Wichtigeres zu tun. Den Rest mache ich alleine. Ach, naja. Übrigens, ich habe dieses Teil gefunden, aber ich wusste nicht, wo es hingehört. Sieht ein bisschen aus wie... Wie was? Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gehört ganz sicher nicht zu diesem Golem. Oh. Hm. Hey, Timmy. Moment! Oh mein Gott. Gut, ich bin da. Was gibt's? Ist das Kommunikationsgerät, das ihr mir gegeben habt, einzigartig? Vermutlich nicht. Meins ist zwar das mit Abstand beste und fortschrittlichste, aber es gibt noch andere da draußen. Moment, wieso fragt ihr danach? Ich habe ein Gerät gefunden, das aussieht wie ein Kommunikator. Wenn es vom weißen Mantel hier platziert wurde, könnten sie uns belauschen. Und ich vermute, es gibt noch mehr von den Dingern. Oh. Wenn ihr wollt, kann ich über euren Kommunikator ein Hochfrequenzsignal aussenden, das euch hilft, andere Kommunikatoren in der Nähe zu finden. Oh ja, das wäre gut. Ich werde alles einsammeln, was ich finde, und es dann der Königin zeigen. Oh, lasst sie bitte wissen, dass ich geholfen habe. Okay, wir haben benutzt den Kommunikator, um verdächtige Signale zu triangulieren. 3 Stück. Optional die restlichen Anwesenden befragen. Okay, das werden wir auch noch versuchen zu machen. Kommunikator-Signal. Ich würde sagen, wir quatschen hier. Dass die Familie wie den Mut hat, sich zu zeigen, womit kann ich dem Kommandeur heute Abend dienen? Oh, so was denkt ihr über die Zusammenkunft? Minister Wie würde niemals seine Pflichten vernachlässigen. Oh. Ja, aber Verrat an der Königin. Das ist schon eine große Schande, die er da zu tragen hat. Ja, aber wir sollten Valets Verfehlungen ignorieren und stattdessen sein Pflichtbewusstsein bewundern. Okay, ich habe den jetzt gerade einfach mal nebenbei so ausgemacht. Ich habe die Explosion gehört, Kommandeur. Danke, dass ihr euch kümmert. Es war mir ein Vergnügen. Wie kann ich euch helfen, Kommandeur? Habt ihr irgendwas Verdächtiges gesehen? Nein, aber in letzter Zeit sind wir ständig in höchster Alarmbereitschaft. Unser Legat Minister Caudicus ist zum weißen Mantel konvertiert. Wie ihr wisst, und das hat kein gutes Licht auf uns geworfen. Verdächtigt ihr irgendjemanden von der Wache mit Caudicus zu sympathisieren? Ich habe schon davon gehört, dass Ministerialwachen in der Vergangenheit Greiter verraten haben. Aber heutzutage? Hier auf diesem Versammlung? Auf keinen Fall, Kommandeur. Unsere Männer sind Königin Jenna treu ergeben. Darum sind sie ja hier. Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Ganz ehrlich, das kann ich wohl nicht. Aber ich verspreche, ich werde Ausschau halten, ob sich etwas tut. Okay, das ist sehr gut. Wir machen mal hier so ein Signal. Ah, müssen wir jetzt hier hoch? Moment, wir gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Untersuchen. Ah, da ist das Teil. Okay, wir haben den ersten... Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sicherheitssystem? Verdächtig. Heiß. Kommt das Vieh auf einmal her? Macht mir recht. Das war's? Okay. Wo haben wir die anderen Sprechblasen noch? Wir haben da hinten noch welche. Hallo! Es ist eigenartig, dass der Kommandeur an einem Treffen des Ministeriums teilnimmt, oder? Die Königin wird sicher ihre Gründe dafür haben. Diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind allerdings etwas beunruhigend. In der Tat. Und von Logan Thackeray ist noch immer nichts zu sehen. Hm. In letzter Zeit ist es ungewöhnlich, die Königin ohne ihn an ihrer Seite zu sehen. Stimmt, Logan haben wir gar nicht gesehen. Quatschen wir mal mit Estelle, der Verräterin. Ich höre, es habe vorhin irgendwelche Aufruhen gegeben. Spinnt dieser Torgolem wieder herum? So ist es, aber das sollte eure Versammlung nicht länger stören. Freut mich zu hören. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass ihr mit der Königin gesprochen habt. Wie geht es ihr? Ein Fels in der Brandung unter Druck, wie immer. Oh, schön, das zu hören. Mit allem, was so geschieht, ich mache mir Sorgen um sie und uns. Ja, die vom weißen Mantel sind wirklich mehr als abscheulich, nicht wahr? Kann man sagen. Machtgierige Bastarde, die nichts anderes im Kopf haben als Gold. In der Tat. Ich habe schon Zeug unter meinen Soldaten zermalmt, das mehr moralische Autorität hat als diese giftigen Kröten. Besteht kein Zweifel daran, was ihr vom weißen Mantel haltet. Die Verbindung eures Freundes Caudicus mit ihnen hat euch sicher etwas schwer mitgenommen.
Ich kann euch sagen, ich war extrem schockiert. Ich war ja völlig ahnungslos. Ich weiß ja nicht. Tatsächlich, trotz der ganzen Gerüchte, die im Umlauf waren, bevor er flüchtete. Oh, Klatsch und Tratsch versuche ich zu ignorieren. Wer solchen Schmutz verbreitet, gehört eigentlich aufgeknüpft. Über Verräter denke ich genauso. Die sollten auf ihren Hälsen auf ihre Hälse aufpassen. Schönen Tag noch. Oh, das war sehr, sehr... Ah, da ist das Teil. Okay. Hier haben wir dieses zweite Ding und wir haben schon drei weitere Unterhaltungen geführt. Wir würden gehen... stimmt, da kommen jetzt immer diese Viechchen raus. Okay, den haben wir. Dann sprechen wir hier mit denen nochmal ganz schnell. Ach, echt? Ich habe den Tumult gehört. Ist alles in Ordnung, Kommandeur? Ach ja, kein Grund zur Besorgnis. Seid ihr im Namen von Mr. Cardecus hier? So ist es. Die Leute von Betletun brauchen nach wie vor eine Stimme im Ministerium. Mir ist daran gelegen, dafür zu sorgen, dass wir den Verrat von Cardecus zum Trotz weiterhin gute Beziehungen unterhalten. Ihr habt wohl eng mit Cardecus zusammengearbeitet. Eine Zeit lang, ja, seit er zum Weißmantel-Konvent konvertiert ist, hat er uns im Stich gelassen. Es ist also einige Zeit her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Hegt ihr und die Bürger von Vogtei noch immer Sympathie für ihn? Erscheint mir für unwahrscheinlich, ihr lebt doch direkt gegenüber seines Vordertür. Oh, okay, ich würde gleich eher das nehmen. Natürlich nicht. Wir schämen uns, dass wir ihn je unseren Anführer genannt haben. Er hat Kryta und die Göttern selbst den Rücken gekehrt. Gut zu wissen. Okay. Machen wir mal unser Ding an. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier scheint's lang. Auf jeden Fall haben wir hier oben noch die letzte Sprechblase. Die holen wir uns jetzt eben mal. Ah, hier. Achso, rot bedeutet, dass es in der Nähe ist. Ah, okay. So, das haben wir. Oh. Erstmal den hier kaputt machen. Stein und Ball! Das scheint ausreichend, um die Pläne der Königin in die Tat umzusetzen. Ja. Ich sollte sie ihr geben. Ja, aber wir hätten doch hier noch mit jemandem quatschen können. Okay, das können wir uns leider nicht mehr. Okay, Königin Jenna steht da unten. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Kommandeur, ich war gerade dabei, die Wies hier zu beruhigen. Es sind schwierige Zeiten für sie. Und nicht nur für sie, für uns alle. Die Königin umschreibt hier nett die Tatsache, dass unsere Tochter dass sie in dieser Sache auf der falschen Seite steht. Mhm. Habt ihr etwas von ihr gehört? Irgendetwas? Wir haben nichts von Valette gehört. Aber das heißt nicht, dass wir nicht noch von ihr hören werden. Sie ist ein gutes Mädchen, Kommandeur. Nur etwas verwirrt. Sie wird den Weg nach Hause finden. Wir wollen sie nur wieder Geige spielen hören. Das tun wir alle, Minister. Könnte ich euch kurz sprechen, Eure Majestät? Natürlich. Bitte entschuldigt uns. Na komm. Ah, sie geht. Okay, wir gehen. Wir setzen uns in Bewegung. Wo gehen wir jetzt hin? Ich habe überall im Hof diese Abhörgeräte gefunden. Sie könnten dem Weißen Mantel gehören. Danke, Kommandeur. Genau solche Beweise brauche ich, um meine Sicht der Lage zu untermauern. Wie es scheint, bietet sich uns hier eine günstige Gelegenheit. Wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich habe eine Rede zu halten. Okay. Trefft euch mit Königin Jenna in der Kammer der Minister. Okay, also wir dürfen mit bei sein bei der Rede. Ich kann mich... wie beim anderen Staffeln manchmal nicht groß dran erinnern, was da so groß Minister passiert. Aber ich meine, da passiert doch jetzt irgendwas. Hofes. Die kommen doch jetzt, glaube ich. Seit Jahren haben wir ein Geschwür im Königreich. Einen schleichenden Sog, der einige unserer Freunde und Familienmitglieder in die Dunkelheit gerissen hat. Nun, da Beichtvater Cardecus den Weißen Mantel führt, wird dieser schwelende Konflikt bald offen ausbrechen. Wir stehen kurz davor, zwischen zwei Altdrachen zermalmt zu werden. Da können wir eine Bedrohung aus dem Innern nicht dulden. Aus diesem Grund beurlaube ich das Ministerium, bis die Gefahr vorüber ist. Einige unter euch werden verstehen, dass dies zu eurer eigenen Sicherheit geschieht. Andere werden merken, dass ich sie hier festgesetzt habe.
Weit weg vom Netzwerk des Weißen Mantels. Das könnt ihr nicht tun. Ich lasse mich doch nicht wie einen Doljak behandeln, den man in einen Stall sperren kann. Ich bin kein Verbrecher. Ihr behauptet, das geschieht zu unserem Schutz. Schutz wovor? Ich frage eher, wer wird uns vor euch schützen? Werter Minister, ich versichere euch, diese Maßnahme wird nicht von Dauer sein. Sie gilt nur so lange, bis das Königreich vor Angriffen sicher ist und die Verräter in unserer Mitte gefunden wurden. Der Kommandeur hat bereits bestätigt... Es gibt keinen Angriff. Das ist nur eine List einer Autokratin. Meine Kollegen Minister, dies ist einer dieser seltenen Momente im Leben, auf die man eines Tages zurückblickt, um zu sagen, ich habe gekämpft oder ich habe nichts getan. Werdet ihr stumm bleiben und der Königin erlauben, euch und dem Volk die Stimme zu nehmen? Oder werdet ihr genug Lärm machen, dass selbst die sechs Götter euch Nein rufen hören? Als mein Großvater? Ja, ist so schön, die, die am meisten zu verbergen haben, schreien als erstes. Ne? Irgendwie sowas gibt's doch da als... Oh mein Gott, was geht denn da ab? Oh mein Gott. Stimmt, die Königin Jenna ist ja eine Mesmerin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Uiuiuiuiuiui. Heftig. Königin Jenna beschützen. Okay, wo geht denn Jenna hin? Wo will Jenna hin? Müssen wir die jetzt mitköpfen? Minister Arte! Eure Majestät, wir müssen euch in Sicherheit bringen. Wir müssen die Minister retten. Zumindest die, die mir treu geblieben sind. Ich werde versuchen, mich um sie zu kümmern, aber ihr habt Vorrang. Schnell. Okay, was macht Dings? Okay, wir müssen übergelaufene Minister besiegen. Da oben ist eine Ministerialwache. Mich bringt nichts zu weit. Drei sind übrig. Da oben haben wir noch jemanden. Oh, das ist die Musik aus dem Raid. Das ist ja cool. Okay. Wir sind auf viele Situationen vorbereitet. Ja. Vor dem Saal befinden sich einige Verteidigungsanlagen, die sofort einsatzbereit sind. Schnell! Okay, da müssen wir jetzt hin. Aufgeladen. Müssen wir uns den Weg ein bisschen freikämpfen. Ja. Gebt mir Deckung! Während ich eine Verteidigungsbarriere errichte. Ja. Wie macht sie das jetzt? Ah, okay, hier macht sie das. Okay. Ein Mesmer-Portal. Es kommt noch mehr Puppen des Weißen Mantels. Wow. Aufgeladen. Das ist meine Chance. Macht gibt mir recht. Okay, da hat sie was gebaut. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Ja, wir gehen einfach unten lang. Oder fackeln sie irgendjemanden ab? Großartig. Noch ein Messer. Schlacht nur zu, Kommandeur. Okay. Machen wir, oh, wieso ist denn der unverwundbar? Das geht ja aber nicht so. Aufgeladen. Nur noch eine Barriere übrig.
übrig. Ja. Gut, dann zum Thronsaal. Den können wir problemlos verteidigen. Die letzte ist direkt da draußen. Okay. haben wir einen Weg, wo nicht so viele sind? Ich glaube, wir gehen hier rechts lang. Hier, guck mal, den beleben wir uns mal wieder. Wir sind zum Bienenberg. Aufgeladen. Ach, ohne mich. Mich bringt nichts zu Fall. Okay, wo müssen wir lang? Wir müssen hier lang, okay. Da oben sind ein paar Böse. Macht den mal kaputt. Macht gibt mir recht. Wir müssen alle kämpfen. Ich weiß, die werden nicht sehr lange überleben. Aber... mehr, umso mehr wir haben, umso besser. Dahin sind noch welche, aber wir haben es jetzt auch gleich geschafft. Wir müssen jetzt nur noch hier vorne hin. Okay, so, hier müssen wir hin. Dann müssen wir hier weiter beschützen. Okay, dann mach mal. Oh, 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 Jenna, das reicht. Estelle, hatten wir es doch gedacht, oder? Schließt euch mir an und helft dem weißen Mantel Kreiter von dieser unrechtmäßigen Herrscherin zu befreien. Oder stellt euch auf ihre Seite und lasst euch von meinem Feuer richten. Estelle, was für eine Überraschung. Wer hätte das kommen sehen? Ihr? Nee, nicht wirklich. Nein, Spaß. Natürlich, man wusste es ja trotzdem irgendwie. Okay. Ihr vielleicht? Noch nicht. Und ihr? Oh. Wart ihr überrascht? Er rennt weg. Kommt zurück, ihr! Hat Jenna die anderen drei gerade alle kaputt gemacht? So leicht laufe ich nicht davon. Ich fühlte mich Logan! Warst du verletzt? Ich den Königsmord auszuführen. Pass auf. Und ich werde diese Aufgabe bis zu ihrem blutigen Ende führen. Ja. Nicht solange ich lebe, Estelle. Logan! Hauptmann Thackeray, tapfer wie immer. Aber ich brauche euch für die Verteidigung der Stadt. Ich werde mich um diese aufgeblähte Zecke kümmern. Um mich kümmern? Aufgeblähte Zecke, geil. Ihr könnt euch nicht bewegen. Dieser aufgespannte Fußabtreter ist eure einzige Hoffnung. Und ich werde ihn gleich töten, um ihn von seinem elenden Schicksal voll Liebeskummer zu erlösen. Estelle! Was? Das ganze Ministerium wusste es. Diese Erniedrigung werdet ihr noch bereuen. Oh, was macht sie? Oh! Seid verdammt! Was hatten die da für ein Tornado? Ah, jetzt können wir hier irgendwas machen. Stein und Bein! Feuer! Aufgeladen! Oh mein Gott, du meinst... Ja, klar. Ja, ein bisschen hier außerhalb weg. Jenna, kannst du mich... Oh, jetzt geht die mit dir. Kannst du mich schnell wiederbeleben, Jenna? Bitte. Dankeschön. Ah, oh, diese blöden Tornados. Oh, das ist doch Wahnsinn. Okay, haben wir so? Glaub schon, oder? Das dürfte es also gewesen sein. Vorerst. Das war eine beeindruckende Vorstellung, Eure Majestät. Ja, oh, das Logan. War's. Wie hat es euch gefallen, Probleme zu lösen, indem ihr auf sie einschlagt?
Ich wollte niemals eine Waffe gegen einen meiner Untertanen erheben, aber für euren Lebenswandel scheint es mir sehr passend zu sein. Ich reserviere euch einen Platz in der Drachenwacht, falls ihr euch hier entscheiden solltet, abzudanken. Geil. Sehr freundlich. Nun, wie ist die Lage außerhalb der Stadt? Die Armee des Weißen Mantels rückt vom See hervor, aber wir wissen nicht genau, wie stark sie ist. Okay. Ich bin unterwegs, um meinen Kommandoposten bei der Doric-Anlegestelle einzurichten. Mhm. Es ist schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Ich treffe euch dort. Sehr gut. Wir können eure Hilfe gebrauchen. Sprecht mit Leutnant Forres auf dem Lissa-Platz. Ich werde dafür sorgen, dass ihr auf das Schlachtfeld gelangen könnt. Logan, bitte gefährdet eure Genesung nicht, indem ihr etwas Dummes tut, wie zum Beispiel zu sterben. Kommandeur, ich danke euch. Und immer schön nach Unkraut schauen. Grüß euch. Okay, wir können draußen noch Wachen beleben. Ich meine, das ist für irgendwas ein Erfolg, aber ich glaube, den haben wir schon gemacht. Ich würde jetzt trotzdem die Wachen aufheben. Okay, jetzt sind sie weg. Okay, heißt, sprecht mit Leutnant Forrest und verschafft euch Zugang zum Doriksee. Wir haben ein neues Kartengebiet vor uns. Und zwar, wo müssten wir jetzt hin? Ah, hier hinten müssten wir hin. Okay, mit Leutnant Forrest, ne, heißt er? Forrest, genau, sprechen wir jetzt noch. Der Zugang zum Doriksee ist derzeit nicht möglich. Bitte kommt später wieder. Ich habe Befehle von Hauptmann Thagory, ihn an den Doriksee, an der Dorik-Anlegestelle zu treffen. Oh, Kommandeur, bitte vielmals um Entschuldigung. Ich muss das zu jedem sagen. Bitte nur zu. Und viel Glück. Kein Problem. Los geht's. Okay. Heißt, wir haben jetzt den Doriksee erreicht. Wie cool. Das ist auch eine sehr, sehr coole Karte, wo auch viel mit flüchtiger Magie zu tun hat. Und ich glaube, die geht so rum. Oh Gott, hier sind sie alle am Quatschen. Bei mir kommt es vom einen Ohr ins andere Ohr. Okay. Aber ich würde sagen, für die heutige Folge, die lang genug ging, wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Möchte Danke sagen, dass du heute eingeschaltet hast. Würde mich sehr darüber freuen, wenn du likest und kommentierst. Und natürlich, falls du ganz neu bist, darfst du gerne den Abo-Button klicken. Und ich freue mich dann drauf, wenn wir uns im nächsten Part wiedersehen. Dann werden wir hier ein bisschen im Doriksee was machen. Vielleicht werden wir... wir müssen auf jeden Fall mit Logan sprechen. Und in seiner Kommandeurzelt an der Dorik-Anlegestelle. Okay, wir werden ein bisschen Geschichte machen, auch Karte erkunden. Aber ich denke nicht, dass wir sie komplett erkunden im nächsten Part schon. Weil wir werden halt so Stück für Stück durch die Karte geführt. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.